Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, genau bei diesem Bild. Und ja, ich würde sagen, no risk, no fun. Ja. Oh, ich krieg die Drohne nicht ins Ziel. Aber wenn ich hier hingehe, habe ich sie im Visier. Ich hab dich im Visier. Hat funktioniert. Geil! Sehr schön. Und die Drohne, die kann mich mal. Weil ich glaube nicht, dass die zur größten Gefahr des Jahrhunderts wird. Dich ziehe ich mal nach vorne. Und wir schauen, was passiert. Oh nein, sie schießt. Oh shit, 2 Damage. Wahrscheinlich ist er jetzt 6 Tage verwundet. Von einer Drohne. Wenn ich wüsste, dass das der letzte Gegner ist, würde ich einfach eine Rakete hinfeuern. Wir spielen aber safe das Ganze runter. Der hat doch voll getroffen. Man war es halt so. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Boah, ich wusste, dass es nur noch die 2 Gegner sind, dann hätte ich das auch in der letzten Folge noch machen können. Sag dir, wenn Harris jetzt verwundet ist von dieser Drohne, dann ist vorbei. Gut, ich meine, ich wäre auch verwundet. Klar, es ist immerhin eine Drohne, ja. Okay, er ist nicht verwundet. Oh, da haben aber einige eine Beförderung verdient. Bringt plus 10 Zielsicherheit gegen Ziele mit weniger als 50% Gesundheit. Entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschuss und ermöglicht ihnen kritische Treffer. Das hatte ich, glaube ich, auch bei dem anderen, ne? Das nehmen wir auch. Das andere ist zwar auch ganz geil, aber... Nee, ich will hier, ich will mehr. Das Scharfrichter... Ich weiß nicht, ob ich das mit der anderen auch habe. Muss ich mal gleich nachgucken. Teilt zusätzlich 100% Schaden gegen Roboter aus. Ja. Das würde auch erklären, warum seine Rakete nur 4 Schaden gemacht hat, statt 8. Du kriegst, den Sprinter. Und du kriegst Truppsicht. Dass du auch auf... Was ist das? Nein, das hier. Okay. Sehr schön. Gibt noch ein paar Leichen. Nehmen wir alle mit. Ja, das ist jetzt halt... Wir behalten sie im Auge. Yes. So, das sieht doch... Gut, Nigeria ist halt ziemlich kacke. Habe ich noch einen Satellit? Nein. Bei Nigeria würde ich halt jetzt ganz gerne einen Satellit hinstellen. Wie sieht's denn aus... Bau und kaufe Gegenstände. War das nicht hier? Ein Satellit? Warum seid ihr nicht am Herstellen? Oh, shoot. Egal. Wahrscheinlich, weil ich kein Geld hatte. Ich speichere mal ganz kurz. In der Basis angekommen. Wird erstmal schön gespeichert. Schalalala. So muss das. Heißt, schön alle zurückgekehrt. Kann man noch ein bisschen runter machen, dass da nicht so, da oben nicht so viel leer ist. So, neues Forschungsprojekt. EMP-Kanone zur Herstellung verfügbar im Projekt Schiffreparatur in der Gießerei verfügbar. EMP-Kanone. Die EMP-Kanone wurde entwickelt, um mehr Alien-Technologie aus abgeschossenen UFOs bergen zu können. Die wertvollen Alien-Systeme werden zwar deaktiviert durch den EMP, durch den elektromagnetischen Puls, heißt es so? Ich bin mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall was mit Elektro... Ich glaube, es ist sogar elektromagnetischer Impuls. Aber nicht beschädigt, sodass man sie bergen kann. Schiffreparatur. So. Atomlenkraketenwerfer, den. Ja. Nehme ich auch, aber wir verheuern erstmal den Elite-Motor, weil der dauert nur einen Tag. Die lebt ganz schön am Limit, die Alte. Das ist doch schon so ein sexy Boy, der Junge da.
Tja, das wird auf jeden Fall nicht lange dauern. Und es gibt bald wieder Geld. Sehr schön. Waffentechnologie Forschungskredits verdient. Cool. Also beim Ätherer, da habe ich schon mit dem Phil überlegt, was ich da krieg. Ich weiß es halt absolut nicht, aber durch den Ätherer haben wir ja das Ding gefunden und ich denke mal, er hat irgendwas mit den Psi-Kräften zu tun. Vielleicht liege ich auch voll daneben und ich kriege wieder Waffenfragmente. Aber ich denke mal... Ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Okay. Ich denke mal, der gibt mir irgendwie so Forschungskredits auf die aufs Psi-Labor. Apropos Psi-Labor. Ich habe jetzt wieder überwiegend meine guten Leute dabei. Kamil, wie viel hast denn du? Du hast 73 Wille. Ich müsste dich eigentlich echt da reinstecken. Wir tun's. Wir schicken sie auch ins Psi-Labor. Ich bin ja mit dem anderen Scharfschützen, den haben wir jetzt gut, die Gutsmann haben wir gut hingekriegt, ja. Die erfüllt ihren Zweck, sie ist gut dabei. Ja, Respekt. Und ja, ich hoffe, ich komme zum Ratsbericht durch. Ich denke mal, ich krieg B. Weil beim letzten Mal habe ich die UFOs nicht machen können, ich hoffe, es ist B. Ich will nicht, dass es schlechter wird. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Oh, nice. Plus 995. Nehme ich. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Habe ich jetzt echt... What? Ihr habt mich verarscht. Na gut, da sind wahrscheinlich auch die ganzen Kosten weggegangen. Nice. Alle Technologien Forschungskredits verdient. Ja, okay. Habe ich ja fast richtig. Gut, ich habe jetzt... Oh, shit. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der... Ja, ja, ich halt die Schnauze, Alter. So, der erste Psi-Test ist fast fertig. Ja, kannst du haben. Geld nehme ich immer. Wir haben da vielleicht etwas, Commander. Unser letzter Kandidat ist... anders. Wir empfangen Werte an psionischer Energie, die sich von denen der vorherigen Tests unterscheiden. Ich habe gerade einen Erfolg gekriegt übrigens. Hinter dem Schleier. Seit die Menschheit zum ersten Mal den Sternenhimmel betrachtete, fragt sie sich, was dahinter liegt. Nur wenige haben allerdings den Blick nach innen gewagt. In der menschlichen Seele liegen mehr Geheimnisse verborgen, als wir es uns vorstellen können. Wie ironisch, dass der Schlüssel zum Sieg über unsere Feinde nicht Waffen oder Kriegsgeräte sind, sondern in unserem Inneren verborgen liegt. Und wenn wir erfolgreich waren, haben wir einen Vorgeschmack darauf erhalten, was kommen wird. Und erschafften etwas... Außerordentliches. Psi-Training. Psi-Experimente haben ergeben, dass einer unserer Soldaten über Psi-Fähigkeiten verfügt. Wenn Sie das verfügbare Psi-Training einsehen wollen, gehen Sie zur Kaserne und lassen dem Soldaten eine Psi-Beförderung zuteil werden. Neue Psi-Training-Optionen sind verfügbar, wenn der Soldat Psi-Fähigkeiten im Gefecht einsetzt. Jo, geil! Nehme ich. War das hier? Nein, ne? Yo. Also muss ich theoretisch... Ich müsste echt jeden da reinstecken. Oh, shit. Ja gut, ne? Muss ich natürlich dann machen. Wird einfach reingesteckt. Psi-Fähigkeiten. Mieser Trip. Nutze im Gefecht Psi-Fähigkeiten, um zusätzliches Psi-Training freizuschalten.
Das Ziel verliert völlig den Bezug zur Realität, verringert dadurch Zielsicherheit, Willen und Bewegung und richtet 5 Basisschaden an. Robotische Einheiten sind immun. Hält 2 Runden lang an, 1 Runde Abklingzeit. Alter, das ist eigentlich übel stark. Holy shit. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das freut, dass sogar sie Psi-Fähigkeiten hat. Eine meiner Hauptmittruppen. Holy shit, ist das geil. Oh, finde ich gut. Wir speichern. Vielleicht hat ja der andere auch. Oh, wenn alle hätten. Oh, das wäre so geil. Wir schauen mal. Oh. Es tut mir mal leid, Nick. Gut, Vega. Vielleicht hast du ja noch mehr auf dem Kasten, als man denkt. Ich mach's einfach bei allen. Neues Forschungsprojekt. Nuklearwerfer zur Herstellung verfügbar. Schritte könnten die Wissenschaft in eine völlig neue Richtung lenken. Ein neues Forschungsgebiet, das nur auf fähige Leute wartet. Ist das der neue Raketenwerfer? Oh, ich habe keine Forschung mehr. Gut, kann man auch mal machen, ne? Kann ich irgendwo Forschungsarchiv? Kann ich irgendwo sehen? Welche Gegner? Warte mal. Habe ich nicht irgendwo Ehrenmal? Ich glaube, das sind die, die am Anfang gestorben sind. Die 4. Wo sehe ich denn, welche ich noch nicht geforscht habe? Kann ich das irgendwo einsehen? Nee. Also egal. Cool. Wir scannen mal weiter. Habe ich... Ohne Scheiß, habe ich jetzt mit dem ersten echten Glücksgriff gehabt? Ist es dein Ernst? Okay, gut. Machen wir den nächsten noch rein. So, und wir scannen weiter. Das ist schon ein bisschen creepy, die Musik, die da dann läuft, ne? Oh! Nice. Da kommt direkt der nächste rein. Johnson. Soldaten anzeigen. Was kriegt sie? Kriegt sie? Ah, sie kriegt das gleiche. Ah, cool. Ja, nice. Das ist echt verdammt geil. Wie fehlen denn jetzt noch? Wahrscheinlich, ja gut, ne? Bei denen würde ich es halt schon fast lassen, weil... ja. Ich finde die Musik, die ist so ultra creepy, ne? Norweger. Mensch. Was kannst du überhaupt? Ja gut, das war jetzt eigentlich soweit alle. Ne, warte mal. Hier habe ich ja noch. Nehmen wir die mal noch da rein. Wir scannen weiter. Unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. So, wir bauen direkt noch einen Satellit. Das wird in die Geschichte eingehen. Es ist das Ende einer Ära für die Menschheit. Auch wenn wir die letzten Aliens besiegen, was dann? Haben wir unsere Menschlichkeit für einen Vorgeschmack auf ihre Technologie aufgegeben? Wenn wir diese Macht weiter nutzen, riskieren wir dann, von ihr gefressen zu werden? So, wie es ihnen vermutlich selbst gegangen ist. Das kann gut aus, kann durchaus sein. Wir wollen einen Satellit starten nach Nigeria. Argentinien wäre natürlich auch geil. Dann würde ich halt echt. Dann würde ich noch einen Bonus kriegen. Oder halt Großbritannien. Würde ich Expertenwissen kriegen. Wobei habe ich das nicht sowieso schon. Ja, das habe ich auch, weil ich hier gestartet habe. Ich müsste echt den. Die Panik darunter kriegen. Aber Argentinien würde ich halt einen Bonus kriegen. Ich warte mal noch. Ich warte mal noch ab. Weil noch ist es ja nicht schlimm. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Holoclock markiert. Ja.
Scharfschütze in Captain. Ist Captain nicht sogar das letzte? Ich würde dir gerne das Geld nehmen, aber die Panik ist halt auch scheiße. Argentinien. Lass mich mal kurz gucken. Wollte ich ja nicht sowieso gerade einen Satelliten schicken? Ich könnte theoretisch hingehen. Wenn ich die Mission jetzt mache, steigen die direkt aus oder gehen die zuerst auf 5? Ich weiß es nicht mehr, wie es bei China war. Ich glaube, die waren auf 5 und sind danach irgendwann ausgestiegen. Fucking China. Wenn ich jetzt hingehe, ich nehme das Geld von der Mission, riskiere die Panik aber. Oh, ich brauche das Geld. Oder brauche ich es? Brauche ich es wirklich? Ich kriege ja bald wieder. Nee. Nee, die Panik, das ist mir zu riskant. Ich meine, ich hätte es machen können. Aber, ja. Nee, mach ich nicht. Nee, das ist mir zu riskant. Okay. Ja. Als erstes mal muss ich dich ein bisschen ändern. Du kriegst jetzt die Nano-West. Alter, du hast auch voll viel HP mittlerweile. Wobei, warte. Ey, wo sind meine anderen Rüstungen hin? Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Gut, die Folge geht halt noch. Da wird es jetzt noch die Vorbereitung. Dann gehen wir in die Mission rein und dann... Ja. So, du kriegst als erstes mal deine Titanrüstung wieder und deine Plasma-Pistole. Gut. Wir fangen mal bei dem hier an. Okay, der hat nichts mehr. Dann kommst du. Du hast auch nichts. Du. Nimm ich zwei Scharfschützen mit? Drei Scharfschützen? Nee. Nee. Kannst du eigentlich schon fast behalten, aber wir rüsten dich so läppisch aus. Tschüss. So, dann Oliver Harris ist im Einsatz. So, dann möchte ich aber jetzt wieder reinnehmen. Jetzt muss ich erstmal Lieutenant Lee. Du kriegst als Bewaffnung die Panzerrüstung, das leichte MG und deine Splittergranate. Tschüss. So. Harris. Wir gucken mal. Eigentlich möchte ich hier an vorderster Front die Ines haben. Nein, hier ist die vorderste Front. Verpiss dich mal, Gutsmann. So, du kommst hier hin. Schön an die Front, ne? Du könntest auch mal eine andere Waffe kriegen. Ich glaube, die mache ich auch jetzt so eine fette Waffe wie ihn. Nick kommt dahin. Sieht doch schon ein bisschen bedrohlicher aus. Aber irgendwas stimmt mit dir nicht. Was ist mit dir passiert? Wo ist deine Titanrüstung? Ah, ne, die hat er, glaube ich, gar keine, ne? Und vor allem, wo ist deine Plasma-Pistole? Du gehst auch mal weg. So. Vega. Da kommt hier die schöne Pixie rein. Ich hätte noch gerne eine zweite Unterstützungseinheit. Ich habe jetzt aktuell drin eine. Waffnung. Boah, es ist ein fuck ernst. Warte mal. Soldaten anzeigen. Haupttruppe, 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 Haupttruppe. So. Wo sind die anderen Unterstützungen? Ja, Harris. Ich kann dich, glaube ich, nicht mitnehmen, weil du bist nämlich, glaube ich, im C-Labor. Hier kriegst du eine Granate wieder. Das tauschst du auch mal bitte aus. Die Waffe sieht so popelig aus, ey. So. Hoffentlich war es das jetzt. Warte mal. Ich will auf Kaserne. So, dich hatte ich nicht mit dabei. Dich auch nicht. Wo sind die ganzen Medikits hin? Hast du noch eins? Du hast nur den Pulsbogen. Alter, wo sind die Medikits hin? Nein, nicht Psi. Bewaffnung. Das ist jetzt echt
Sie könnte es haben. Ja, sie hat es auch. Du bist ja eh beim Psi-Test. Dann brauchst du das jetzt erstmal nicht. Und dann kriegst du hast es, glaube ich. Okay, gut, warte. Stopp. Wir machen das so. So, wir wollen hier die Panik runter machen. So. Jetzt. Eine Unterstützung, ein Scharfschütze. Du bist zu viel. Tschüss. So. Dann kommt hier rein. Nehmen wir Harris wieder mit. Auch wenn es mir nicht gefällt. Du kannst ein Medikit benutzen, mein Junge. Ein einziges. Weißt du, wie schlecht das ist? Gut, er ist halt wirklich nur da für den Notfall. Und jetzt kriegt sie noch eine fette Waffe. Bauen, kaufe Gegenstände, Waffen. Wie heißen die nochmal? Das ist die Legierungskanone, ne? Ich baue für einen Raketenwerfer ernsthaft ein paar UFO-Flugcomputer. Alles klar. Gut, Illyrium-Monarch, das haben wir noch. Herstellen bitte einmal. Dankeschön. Rüstungen. Noch mächtigste Rüstung, die alle psionischen Fähigkeiten des Trägers verstärkt. Wäre halt auch geil, ne? Alter, wie teuer ist das denn? Das war für Stealth, glaube ich. Das war Raketenwerfer für auf ein Dach zu kommen. Was ist das? Okay, das ist zum Klettern. Ja gut, dann ist ja eigentlich nur die Psi-Rüstung und die Titan-Rüstung von Relevanz. Aber das ist mir ein bisschen zu teuer. Dafür habe ich nicht Geld genug übrig. So, wir wollen immer noch die Panik verringern. Und wir wollen jetzt endlich die zweite Einheit komplett fertigo haben. Bam. So. Meiner haben wir schon mal zwei fertig, ja? Finde nur vier Rüstungen. Was hast denn du für eine Waffe? Willst du mich trollen? Junge, hol dir mal ein richtiges Gewehr. Und nicht so eine kleine Funzelkanone. So. Du hast das Scope. Muss ich mal überall gucken. Na gut, du hast jetzt halt keine Pistole. Das macht aber nichts. Du hast alles. Hast du nicht auch zwei Slots? Nein, du hast zwei Granaten. Okay. Du bist ready. Muss ich die ausrüsten? Oder ist das auch... Da wäre fast ein Rülpser gewesen. Oder ist das auch unten in der Leiste dann drin, in der Mission? Du hast und du kannst sowieso nur eins tragen, ne? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch in die Mission. Ich vergesse es immer wieder. Fuck me. So, theoretisch könnte ich ja jetzt schon das Spiel beenden, ne? Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Ach, ist sie das? Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Ja, das sollten wir. Wir schauen einfach mal, was passiert. So. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Okay, die Karte ist verdammt klein. Okay. Aber ich würde sagen, sieht das nicht schön aus? Achso, hier ist jetzt, hier sind die Fähigkeiten. Gut, ich muss auf jeden Fall die Fähigkeiten trainieren. Definitiv. Von der Haupttruppe auf jeden Fall. Ich werde noch nicht das Ding benutzen und sagen, ja hier, komm ab zum Ziel. Ich will auf jeden Fall noch wissen, was die für Fähigkeiten kriegen kann. Und ich werde mit Person A, werde ich die holen und mit Person B hole ich die anderen, dass ich alle Fähigkeiten wenigstens im Team habe. Die Möglichkeit steht mir ja offen durch den kleinen Psi-Baum, den es gibt. Und ja, da würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Immer mehr Richtung Ende, glaube ich. Es riecht stark nach Ende. Es könnte auch das Essen sein, was nachher fertig ist. Nein.
Egal, ich laber zu viel Scheiß. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.